Oh, okay. Ja, manchmal gibt es einfach wichtigere Kurz, Dinge, warte, ne? kurz. Das heißt, egal, es war halt kurz. Ich bin jetzt da, aber das ist nicht, warum ich eingemordet werde. Ja, wie gesagt, manchmal gibt es halt wichtigere Dinge. Wie zum Beispiel das Einmauern. Ja. Ich hab keine Werkzeuge. So geil. Ja, ich hab ein Gamescom eigentlich. Die Frage ist halt, was macht man eigentlich in so einer Situation? Da muss ich umbringen, hier wieder spawnen, hat mir auch nichts. Aber glaube, um den Spawnpunkt auswählen oder so, keine Ahnung. Ja, wird wahrscheinlich das sein wie bei dem Test der Krankenstation, wenn du das fünfmal machst, dass du dann einen anderen Spawnpunkt bekommst vielleicht. Ja. Den Rest kannst du erstmal lassen. Achso, mein Wasser. Okay, Felix will es entlassen. Okay. Wie bitte? Ja, man hätte es ja auch erstmal lassen können. Einfach so, weil es unnötig ist, das wegzumachen. Mir egal. Flex weg, wenn du Spaß dran hast, mach weg. Ja, ich. Mach. Ich muss sie gerade. Das ist der falsche. Ja, hat Spaß. Sieht so aus, ja? Ja. Kannst du mal dein Helmlicht ausmachen? Hey, servus, Leute. Und willkommen zu einer neuen Folge Space Engineers. Ich nenne mich Korsik. Ein paar Freunde werden auch dabei sein, wie immer, wie jedes Mal. Viel Spaß. Lichthupe, na Spaß. Hart angestoßen, aber nicht schlecht. So. So, 5% Hydroverbrauch, das sieht doch gut aus. Wird gespart, wo wir können. 5% mehr Hydro von Heimweg. Da muss ja fast schon einer wieder bohren, wenn ich hier noch 2-3 Mal fliege. Oh Gott. Genau. Ich habe die Freude gehört. Ich dachte es nicht. Nein, Spaß, es ging. Es ging eigentlich mit dem Bohren. Aber ich muss, glaube ich, wieder fast eine Verlängerung rein. Irgendwie. Ach so. Habe ich das Gefühl. Ja, das wird langsam alles sehr unstabil. Das ist wieder so lange her, ich weiß das gar nicht. Also ich meine, glaube ich, es geht glaube schon noch was, aber... Gut, dann nehme ich jetzt mal ein bisschen von dem anderen Material noch mit. 42. Das und jetzt Eisen. Verbinder. So, 255. Ja, noch zwei Flüge wären das dann, dann wäre das Ding komplett leer hier. So, Rucksack noch voll mit Schrott. Oi. So, abheben. Und wenden. Gas geben. So, ich hoffe, es läuft jetzt immer noch so. In etwa wie mit dem Eisen. Weil jetzt habe ich Kobalt und Nickel. Weiß gar nicht, ob das vom Gewicht her irgendwie schlimmer ist. Wird sich zeigen.
fliegt da. Ja, ich merke gerade, dass ich richtig zu tun habe mit der Höhe. Boah. Und bremsen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Aber weißt du, wir werden durch schon ziemlich gut langsam. Ja, doch, das müsste, glaube ich, passen. Oder? Das war jetzt 30 Meter, wo ich gesagt habe, das wird passen. Ich habe schon losgelassen und es. Ja. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Geduld haben. Bleibt da stehen. Kommt da jemand? Ja. Warst du ungefähr wieder von der Höhe? Ja. Ja, scheiße gelaufen für dich. Ja, ist gut. Aber nicht. Ja, aber gesetzt hast du sie ja schon, oder? Ja, das. Okay. Bisschen weiter nach rechts, ne? Okay, danke. So, ja, und runter. Und jetzt noch ein paar Meter vorne müsst. Ja, genau. Ist dran. Okay. Und halt noch verbinden. Ja, jetzt ist dran. Gut, Triebwerke aus. Der Bus ist voll durch. Ja. Das habe ich nicht geschaut, aber es war locker. Es war locker. Intelligentes Fliegen. Triebwerknachrüstung. Perfekt. So geil. Bis auf der Angstschweiß, der immer mitfliegt. Geiles Schiff. Ja. So, dann schaue ich jetzt mal an unseren schönen großen Frachtcontainer für Material. Weiß gar nicht, ob der benannt wurde. Ja, das freue ich mich gerade auch. Ich will nämlich auch mal reingucken. Bevor ich jetzt suche, gehe ich mal fort, da weiß ich wenigstens, wo er ist. Das müsste der hier sein. Oh, müsste fertig sein. Erze 1 ist er genannt, okay. 150. Ah! Oh, ich hoffe, das funktioniert jetzt noch. Erze 2 ist leer. Also wir haben noch genug Kapazität. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nur auf der einen Seite platziert. Ernsthaft jetzt? Ja. Das heißt, ich muss nochmal losfliegen, oder wie? Experten, ja, aber ich glaube, mein Auto steht. Eigentlich hat es genug Platz, also. Ich dachte, die andere Seite wäre. Okay, so wie sie war. Ja? Ich komme mal kurz vorbei. Auf der anderen Seite, also hier die. Rechts hier. Ach, die Verlängerung. Ja. Gut, weil ansonsten ist es ja genauso, wie wir es wollten hier an der Position. Ja. Ich auf jeden Fall, ja. Ja, da fliege ich heute nochmal. Hat er kein Problem mit. Nö. Oder will das jemand anders machen? Gott. Ich hätte es ja. Ja, aus. Ich. Nein, Spaß. Mit jemand anderes hatte ich alle gemeint, außer Lies Jonas. Mich liegt an. Ja, es ist ja irgendwo unser Schiff, auch wenn ich es gebaut habe. Es ist ja Corporation, es ist unser Schiff. Also wenn jetzt jemand mal fliegen will. Ich würde es fliegen, wenn es mal leer ist. Ja, es wird jetzt leer gemacht und dann bist du halt runter, leer und voll wieder hoch. Ja, erstmal nicht. Erstmal nicht. Herr Orange. Da bist du schon wieder. Bei mir sieht's gut aus. Bist du selber gestorben? Bei mir ist gut. Anzeigefehler. Alter. Ach, nee, immer noch da. Bei mir ist alles okay. Ich muss es nur schaffen, dass bei ihm auch so ist. Dann krieg ich's hin, weil dann muss er ja wechseln. Und dann sehe ich ihn hoffentlich auch wieder. Genau. Meist wird es ja, wenn du ein- oder aussteigst, dann schon geändert. Also ich habe mich mein Schiff reingesetzt, habe die Steuerung verstanden, ich würde es nicht zutrauen. Aber ja. Ist jetzt keine Pflicht. Bei euch ist verspottet, dass jemand anderes kommt. Dann schmeiß ich nur lang meinen. Ja.
12 Minuten ist voll. Maximale Zufuhr, okay. Ja, muss man ja jetzt nicht voll machen, wenn du jetzt mit deinem Auto angeblich auf den Connector wartest. Ja, also ich muss eh noch kurz die Lichter machen und bis ich damit fertig bin, seid ihr bestimmt wieder da. Und dann passt es. Hat jetzt keine Not, denke ich. Okay. Wie viel Eis haben wir denn eigentlich noch? Also wie viel Hydrogen? Ach, das Gold zieht's nicht raus. Ja gut, das machst du per Hand. Sind bloß ein paar Krümel gewesen. Naja, so, das Gold zieht aus deinem Schiff nicht raus, oder wie? Ne, das hat man noch nicht mit eingestellt, so wie es aussieht. Achso, ich dachte gerade irgendwie aus Connectorgröße oder so. Weil der Material geht eigentlich immer durch, glaub, ne? Ja. Ja, der hat nur Eisen, Kobalt, Nickel, Schrott und Eis drin. Gut, dann ist jetzt schon leer, dann muss ich wieder los, okay. Der Kolben, den kann man eigentlich immer noch ausfahren, ne? Ah, ne, nicht mehr. Oder? Doch. Ah, ich hab keine Ahnung. Denk an die Lichter. Ja. So, lass uns treiben. Energie sparen. Meter Bremsweg hat es schon. Leer, aber nur leer. Voll hat es 2500 Meter Bremsweg. So, können wir das gleich auffüllen? Material. Erstmal die Container mit Eisen. Ach, jetzt. Ui, ich dachte nicht, dass es nochmal reicht. Sieht schon cool aus, toll aus, ja. Hat's nicht wegbekommen. Okay. Ach so, 15.600 Liter mal 8. 125.000 Liter. Und hier sind nur 128, also noch eine Fuhre. So, ich pack den Rucksack noch voll. Dann sind wir eigentlich schon wieder startbereit hier. Mal ein bisschen treiben lassen, auch hoch zu mal sehen, ob das auch was bringt.
Ja, ich denke, das könnte auch was bringen, aber das ist auch ein bisschen zittern. Etwas mehr zittern. Uiuiui, bremst doch. Boah, geht das runter. 50 Meter, 45. Nicht fallen, bitte, danke. Ganz kurz angetippt und es, hat sich nicht mehr gefangen. Sieht gut aus. Ja, gut, gut. Bisschen runter auf jeden Fall und leicht nach rechts. Ja, sieht gut aus. Runter, nochmal ein bisschen. Und einfach nur noch geradeaus eigentlich. Okay, perfekt. Danke. Ja, ein bisschen weiter rechts habe ich, aber es war mein Augenmaß ein bisschen. Aber ich denke, es wäre so okay, denke ich. Soll ich noch ein bisschen korrigieren? Noch dockt es nicht. Wenn du willst, wirklich nur ganz leicht nach links tippeln. Drehen. Die Perfektion. Okay, Dinge explodieren, wir lassen es lieber. Okay. Oder warst du das, Felix? Junge. Ich hab nichts kaputt gemacht. Irgendwas hat auf einmal angefangen zu knallen. Ja, hab's auch gemacht. Ah ja, bei dir hinten. Ich glaube, du hast hinten die Blöcke ein bisschen. Ein bisschen? Ja, die Blöcke. Ja. Siehst du die Löcher? Eigentlich weiß, sagen wir's so. Siehst du die Löcher bei dir? Ja. Du hast ein bisschen. Ja, okay. Sowas geht ja mal gar nicht. Also, aber wirklich, aber hallo. Die Lichter wurden verschont, okay. Beruhige dich. Ja, ich glaube, die sind immun tatsächlich. Ich finde das irgendwie voll cool aus, auch weil das irgendwie so. Keine Ahnung, sieht fast schon gewollt aus irgendwie. Weil alles so schön gleichmäßig nach unten geht. Irgendwie hat was, aber ist natürlich trotzdem kacke, was man so machen würde. Er hat einfach zwei Blöcke zerrissen. Na gut, die haben jetzt wahrscheinlich durch das Mehrfachfliegen schon was abbekommen. Ja. Also so richtig viel halten die dann halt nicht aus, aber es war ja zu erwarten, ne? Ja. Ja, der hier drunter hat auch noch. Ach, das habe ich die gesetzt. Ja. Aber dann markiert es theoretisch die Stelle, wo deine Triebwerke sind. Ja. Dann wissen wir, die zwei Blöcke müssten wir regelmäßig mal kontrollieren. Aber kann man auch theoretisch wieder wegmachen. Aber hat auch irgendwie was, irgendwie, wenn einfach so zwei Blöcke zusammen und das so noch unter deinen zwei Triebwerken sieht irgendwie cool aus, aber macht theoretisch keinen Sinn natürlich. Ja, da kann man eine schwere Panzerung reinmachen, die zwei Blöcke hier. Ja. Leichte Panzerung, 25 Stahlplatten. Schwere, 150 Stahlplatten. Und noch 50 Gitter. Nee, wir lassen das so. Aber wir sind doch jetzt reich. Ja, aber so reich war ich auch nicht. So, wie läuft's bei euch jetzt hier? Warten wir jetzt auf den Stuhl? Ne, der Stuhl ist schon weg. Okay. Jetzt lädst du dein Schweißschiff auf, oder? Ja, jetzt gleich. Man merkt vielleicht, ich habe Dinge unternommen, die unnötig sind, aber wobei, ja. Jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber das wollte ich auf jeden Fall mal dran haben, dann kann ich vielleicht auch mal selber alleine fliegen, ohne dass ich den immer irgendjemanden brauche, der mich irgendwie navigiert oder ich irgendwo gegenknall. Unten mache ich dann auch mal noch eine hin, aber das dann, wenn die Zeit sagt, ja, also wenn ich unten überhaupt rankomme. Okay. Jetzt wird erstmal angedockt.
bin gerade überlegen, ob ich umbaue, aber ich habe eigentlich keine Lust, hier die Sachen wieder einzustellen. Weil ich wollte ja da irgendwie zwei Container hinmachen. Was musst du denn einstellen? Das Zeug ist dann weg. Ja, die Auswürfe und so. Aha. Und meine Kamera. Ja, na klar, ja. Das funktioniert. Du hast deinen Umbau immer aufgeschoben und hast aber trotzdem weiter rumgebastelt an dem Ding. Ja, das bin ich gerade im Überlegen, ob ich vielleicht einfach einen Anhänger baue. Ja, wolltest du also, mal. Richtig, ja. Connector, dass er hier ran und danach ein Scharnier, das irgendwie locker ist, blablabla. Aber mit halt, ja, wird halt extrem lang. Da hinten muss dann auch nochmal ein Connector hin. Ja, also ein Anhänger baut man ja nur, wenn er wirklich auch was laden kann. Also es sollten ja vielleicht schon ja, zwei Container auf dem Anhänger, oder? Ja. Also Anhänger mit einem Container sieht dann vielleicht schon ein bisschen komisch aus. Ja, das stimmt. Ich denke... Ich lasse es erstmal, also ich würde vielleicht einen Fuhr Reis holen und schaue, wie viel jetzt reinpasst und wie viel das jetzt ungefähr ist. Und wenn das okay ist, dann baue ich nicht um. Wenn es vielleicht ein bisschen wenig ist, dann würde ich vielleicht umbauen. Ja, du bist doch jetzt schon ein paar Mal mit dem Ding gefahren, du weißt doch, ob das gut war oder nicht. Hab's vergessen. Das Schlimmste an dem Anhänger wird wahrscheinlich einfach werden, dass du nicht mehr hochkommst. Ja, das denke ich halt auch. Ja. Trotz Triebwerke werde ich dann bestimmt nicht hochkommen. Weil ich hatte mir mal überlegt, dass man den Eingangsbereich hier den Connector nicht macht, den dritten, sondern hier so eine Plattform als Lift für nach oben. Aber du müsstest ja trotzdem erstmal bis hierher kommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist jetzt die Frage, was unsere nächsten Projekte sind. Aber eigentlich ist ja hier oben noch ein Riesenprojekt, ne? Ja. Mit dem Bohren. Naja, aber erstmal muss ich wieder mal Eis holen, beziehungsweise auch aufladen. Aufladen, Eis wäre jetzt erstmal nicht so wichtig. Okay, ich weiß nicht, ich glaube der Hydrotank ist fast leer. Also vorhin war er noch bei 35 oder so. Also. Jetzt ist bei 24. Ja, ich müsste noch einmal fliegen, dann ist die Bohrbase schon leer. Dann steht das Ding erstmal nur noch hier rum. Okay. Ja, dann brauche ich vielleicht doch kein Eis holen. Was man auch machen könnte. Du bohrst unten und wir packen das Schiff voll. Wie meinst du, ich gehe in die Mine unten, oder was? Nee, unten, da wo Eis ist, in so ein Eisfeld. Achso, Und man lädt das irgendwie immer um in das Transportschiff. Ja. Dann brauchst du nicht immer wieder nach Hause fahren. Ja. Könnte man auch vielleicht ein Windrad oder sowas. Gut, ein Windrad ist vielleicht ein bisschen wenig. Zum Aufladen. Und ein Container. Ein Windrad? Willst du unten eine Base bauen? Ja. Nein. Ich denke, du kannst einfach hinten mit deinem Sauger rangehen. Sammelst es ein. Ja, die Höhe ist aber halt nicht passend. Ah, das stimmt. Erinnert ihr euch noch an eure Wippe? Ja. Macht wohl Spaß. Warte. Ernsthaft, jetzt funktioniert's nicht. Wenn jemand sucht, funktioniert's nicht mehr. Normalerweise, wenn man da drauf steht und springt, dann klappt das wieder so nach unten. Ja. Du hast es kaputt gemacht. Nee, ich glaube, wenn jemand zuguckt, ist das irgendwie ein bisschen buggy. Okay, ich guck weg. Ich auch jetzt. Funktioniert's wieder? Moment. Ja. Ach, Quatsch. Ja, doch, es geht. Ich seh's. Es geht jetzt sogar langsam, ne? Nicht mehr so ganz schnell. Kommt drauf an, wie du drauf springst. Es läuft. Wir gucken alle zu.
Ja. Ja, aber das Projekt war abgeschlossen, oder? Felix, später. Ist ja noch was eingefallen für das Ding hier? Lass stehen, nee. Mein Bespaßungsgerät, wenn mir langweilig ist. Es wird mein Prototyp für mein Flugschiff. Okay, Ja, also hätte ich es jetzt weggemacht, aber okay, wenn ihr das noch zum Spielen benutzen wollt, dann lassen wir es noch stehen. Prototyp. Ja, ne, wegen mir kann man schon wegmachen. Aber was für ein Prototyp. Mein Flugschiff, wenn ich mal eins haben werde, was irgendwann hoffentlich mal eintritt, wird einen Propeller haben. Ganz einfach. Ein Motor dran mit vielleicht Blöcken oder sowas und dann Propeller. Aber ich glaube, das wird sich halt nicht so schnell drehen und Explosionsgefahr. Glaube ich tatsächlich. Das wird man dann sehen, ne? Ja. Aber ich denke, dass du immer eine gewisse Unruhe drin hast, weil das ja da sich dreht. Ja. Ja. Was ist es mit der Idee mit dem? Oder willst du doch umbauen? Das als Transportschiff nee. Nutzen, ohne Umbau, oder? Wir brauchen wieder Input. Ich würde es nicht umbauen. Also. Also willst du sein Fahrzeug so lassen? Ja. Erstmal zumindest. Jetzt müssen wir zwei uns halt überlegen, wie wir es am besten dann immer das Material von da nach da bekommen. Ja. Eine gute Frage. Ach so. Ist doch ganz easy. Guck mal hier. Ah ja. Du kannst ja weiter rausfahren, ne? Ja. Das ist ja die minimale Position. Ja. Und dann fährst du hoch und dann stehst du da halt ein bisschen. Du musst mal die maximale Position irgendwo. Ja, man sollte aber nicht hochfahren, wenn man angedockt ist. Hat aber nichts gemacht. Okay. Ist nicht sehr gut gegangen. Wer hat's mit. Okay. Hopp. Achso, ich hab's auf Aufladen stehen. Aber wie es da hochfährt, wenn es gar nicht angezogen wird. Ja, das ist fast die perfekte Höhe. Ja, muss ein bisschen runter, glaube ich noch. Ja, ein bisschen aber nur. Ist echt ganz wenig. Im Endeffekt bekommen wir es auch so schon auf Gelb. Ja. Ja, dann hätte man das ja schon umgebaut. Ey, das ist Skin wieder! Jetzt ja, ich muss einfach zugucken, wie du aussteigst. Ja, genau. Wird neu geladen. Wo ist halt jetzt noch die Frage, wie oft musst du andocken? Ist das nervig, dass du da jetzt dreimal bohrst, dann wieder andocken, dreimal bohren, wieder andocken? Ist das so richtig schnell voll mit dem Eis? Geht. Geht. Ich meine, jetzt ist natürlich gerade ein bisschen schlechtes Wetter, aber da könnte man dir vielleicht. Ich weiß nicht, wie hoch der Verbrauch ist bei dir. Solar verpassen. Ja. Aber es könnte hässlich aussehen, das ist glaube ich eine riesen Platte. Ich will auch Solar. Ah, ich brauche eigentlich keinen Solar. Du hast ein Schweißerschiff, das muss eigentlich so leicht wie möglich bleiben, das Schweißerschiff, weil das immer viel tragen muss. Ja, ich weiß. Das stimmt. Solarkollektor. Jetzt sollen wir noch eine Notstrombatterie einbauen. Ja, das ist eine große Platte. Obwohl du dich ja auch laden könntest an dem großen Schiff. Wenn ich mit einer vollen Batterie komme, kann ich dir ja was abgeben. Das würde gehen, ja.
Ich schau grad mal, ich hol mal kurz Karte, wie es vielleicht aussehen würde, ob es doch gar nicht so schlecht wäre. Okay. Das probiere ich jetzt. So. Hätte ich Flügel, aber ich habe keine Ahnung, woran das hebt tatsächlich. Ach, da in der kleinen Ecke. Ach, bei dir wird es vielleicht oben drauf, oder? Ich brauche keinen Solar, wird noch schwerer. Ja, aber weiß nicht so ganz. Hab's nicht, mit dem Born stört es mich nicht. Kann ich sogar zwei drauf machen. Ja, ne, so geht's gar nicht, finde ich. Also, ich würde dann schon eine 2 da. So, geht ja gar nicht. Du hast den Rauch, den Auspuff da. So, ah ja. Dann musst du dich an dem Auspuff orientieren, dass es von dem aus losgeht und schauen, wie weit es nach hinten rausragt. Am besten an den anheften. Das geht ja. Ja. Auf der anderen Seite habe ich halt keinen Punkt, ob ich das so weit rausbekomme. Cool. Ja, nee. Da, wo ich halt den Snap-Punkt habe, ist halt weiter vorne. Ja, du kannst ja hier an der Solarzelle da 3 Blöcke nach rechts machen. Ja, stimmt. Das kann man ja dann noch aufhübschen, ist klar. Doch auch halbe Blöcke nehmen vielleicht. So, da hatte ich aber eigentlich auch mal von Panzerung gesprochen. Erik. Jetzt wieder so schwer. Meiste Blöcke an. Gibt nur einen, der das tut. Aha, Flügel. Solar-Collector. Du musst doch mal auf unsere Waage packen.
EMG critical. So, ich denke, ich fliege jetzt gleich los, um das da oben fertig zu machen. Kontrolliere noch mal kurz, ob ich alles dabei habe. Stahlplatten halt. Ein paar Motoren packe ich noch mal ein, auf jeden Fall. Ich glaube, du musst noch ein paar Windräder platzieren. Ich glaube, da fehlen noch ein paar. Übrigens. Ja, das macht er ja hauptsächlich Windräder platzieren. Winde. Es ist. Ich habe einen Block zu viel. Ich muss sagen, irgendwie die. Die Motoren werden zum Beispiel nicht in den Teile-Connector direkt gezogen. Ist das normal? Was mit denen? Nochmal bitte? Die werden nicht direkt in den Teil... Nee, das ist normal. Das ist normal, ja. Okay. Das muss man auslösen. Ziehen. Weil dann hättest du immer das Problem, wenn du andockst, dass dein Schiff leer gesaugt wird, obwohl du es gar nicht willst. Ah, okay. Gut, dann sieht's so aus, als würden wir zwei erstmal in unseren Fahrzeugen bauen, ne? Ja, ich bin aber tatsächlich. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Hm. Ja. Baust du an dein Fahrzeug? Ich hab hinten ein bisschen Panzerung angemacht. Ah, hier. Weil es da so eine komische Lücke gab zwischen den unteren Triebwerken und dem zurück. Ja, ja, ja. Hast du schon fertig, die Dinger? Ja. Aber ich mache gerade noch was anderes, außer du sagst, du willst jetzt los, dann es hat nämlich Zeit bei mir. Bisschen Verschönerung. Oder zumindest Versuch der Verschönerung. Ja, ja. Die hässlichen Solarplatten irgendwie gescheit integrieren, ne? Wie bitte? Die hessischen Solarplatten gescheit integrieren. Ja. Sind jetzt einfach Flügel. Ja, wie gesagt, die Option war ja auch, dich zu betanken mit meinem halt. Also Energietank. Ja, aber ich weiß nicht, wie lange das durchhält. Ja, ich brauche ja kaum Strom. Ich hätte ja schon die halbe Batterie abgeben können. Ja, ist nicht so schlimm. Ich glaube, bei dem düsischen Wetter bekommst du jetzt eh nichts. Ja, das stimmt. Ist hier auf aus, so wie es aussieht. Nee, ich produziere gerade gar nichts. Also ich glaube nicht, dass sie aus sind. Ah, aber eigentlich müssten sie ja zählen als verbunden, oder? Ja, ich meine ja mit aus, dass sie nichts produzieren. Dass halt nichts reinkommt so, aktuell. Ja. Ja. Aber die Ausrichtung müsste gut sein, weil je mehr Punkte du hast, umso besser ist sie ausgerichtet aktuell gegen die Sonne. Mhm. Würde ja bedeuten, die wäre jetzt über uns. So in etwa. Ja. Aber ja, man sieht ja gar nichts davon. Ja, das stimmt. Ja. Man sieht nur den geilen Bogen. Vielen Dank fürs Einschalten. Liken und abonnieren nicht vergessen, wie immer. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao, Leute.